Hallo, da sind wir wieder bei Minecraft. Hab gleich direkt mal ein bisschen übersteuert. Ja, bei einer neuen Folge. Weiß gar nicht, wie viel das ist. Ich habe gerade zwar neu angefangen und ich habe auch gerade eben. Ich werde das gleich mal machen hier, bevor ich dann wieder hier rumfischel. Ach, ich wollte noch. Warte mal ganz kurz, Moment. So, da sind wir wieder. Ich musste mal gerade eben, weil ich gerade hier im Offscreen drinne war. Fiel mir so ein, dass ich unsere Speicherplatzmeldung, die da immer mal erscheint am unteren rechten Bildrand, mal deaktiviere. Sprich, den Speicher, die ganzen Backup-Daten mal ganz kurz ein bisschen bewirtschafte und ein paar Backups wieder lösche. So, wir wollten das Feld weitermachen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist Folge 193. Wie dem auch sei. Nee, es ist Quatsch. Es ist nicht Folge 193, weil wir hatten ja zwischendurch schon wieder aufgenommen, was ich jetzt noch gar nicht hochgeladen habe. Also gegenwärtig, während ich mit euch spreche, wenn ihr die Folge seht, ist es hundertprozentig schon hochgeladen, weil ich lade der Reihe nach hoch. Dann wird es wohl. Ja, so. Wollte gerade sagen, das Schwein hat eine 6 auf dem Rücken, aber das ist der Ringelschwanz. Ja, 93, 94, 95, dann wird es wohl die Folge 197 sein. Mensch, wir nähern uns der 200, Leute. Nee, Spiel läuft flüssiger, wenn diese Speichermeldung weg ist. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal gemacht. Ah, es rendert natürlich im Hintergrund wieder. Deswegen haut es nicht ganz so hin. Aber egal, ihr kennt es ja nicht anders von mir. Warum sollte ich plötzlich etwas ändern? Ja, wir waren ja in der Zwischenzeit mal unterwegs gewesen. Ich hatte es ja in der letzten Folge angesprochen, dass ich mich um 9 nochmal verabscheue. Ist jetzt quasi am selben Tag, nur leider habe ich die letzten Folgen noch nicht hochgeladen. Jetzt in dem Moment, wo ich gerade aufnehme, aber das wird sich bestimmt dann gleich noch ändern. Ich habe ja Zeit, ich habe ja Urlaub. Ach, Mann, ich. Fauler Sack. Nee, ja, und mir ist noch was eingefallen. Mensch, wir haben vor uns so gesprochen und irgendwie ging es plötzlich darum. Oh, keine Ahnung, über was wir geredet hatten. Jedenfalls fiel plötzlich der Ort Waldhufen. Und ich dachte so, Mensch, Waldhufen. Das ist doch der perfekte Name für unsere Welt, für das Dörfchen hier, weil das ist ein Wald. Es ist hufenförmig um das Dorf drum angelegt. Waldhufen, es gibt ja nur auch Dörfer, die waldhufenartig angelegt sind, aber ja ganz in der Nähe, da gibt es auch ein Örtchen namens Waldhufen und ich habe so gedacht, Waldhufen, perfekter Name für meine Minecraft-Welt. Das ist das Erste, was mir so einfiel, wo ich das gehört habe. Und jetzt wird das Dörfchen hier natürlich auch seinen Namen kriegen. Sobald ich dann die Gebirgsstraße gebaut habe, ja, sobald ich die Gebirgsstraße gebaut habe, wird es dann auch ein Ortseingangsschild geben. Völlig verständlich. Das gehört einfach dazu, wie die Pommes zum Burger. Na gut, war ein Scheißvergleich, okay. Wie die Milch zur Kuh. So, damit man mal wieder was Gesundes in den Mund nehmen. Nicht immer nur Burger. Nee, ist ja auch nicht so, dass ich jeden Tag fresse, aber oh, man kann sich schon mal genehmigen. Es war auch nur deswegen, weil wir uns vor uns in der Nähe von einem McDonald's-Laden getroffen haben. Da ist das natürlich klar, dass einem so ein Beispiel gerade wieder einfallen muss. Völlig, völlig klar. So, das lassen wir mal da hinten. Ist, glaube ich, eh noch nicht ganz reif gewesen. Ich kann es nicht so richtig deuten hier. Bei der Honeyball war das ein kleines bisschen besser, glaube ich sogar. Aber gut, wollen wir uns jetzt mal nicht das Maul zerreißen. Das Texturenpaket ist trotz alledem relativ schön. Fehlerfrei läuft es auch. Und wir werden uns natürlich in Kürze trotzdem nach einem neuen umschauen. Ich vermute sogar, es wird noch dieses Jahr, ja, wenn nicht sogar noch dieses, ja, weiß nicht, dieses, nee, diesen Monat nicht mehr, der Monat ist bald vorbei. Ich sag mal, auf jeden Fall, dieses Jahr wird wahrscheinlich noch Minecraft Version 2.0 rauskommen. Weiß ich nicht, ob sie es so nennen. Kann natürlich auch sein, dass dann 1.9.1.9.2.9, weißt du, so untergliedert. Weil sonst wäre es ja eigentlich nur Minecraft 2 und das wäre ja Quatsch, weil man kann ja eigentlich kein Minecraft 2 rausbringen. Weil was will man dann noch verändern, groß? Ne? Ich meine, Minecraft ist, wie es ist, schon eigentlich perfekt. Für die, die es kennen, für die, die es lieben, für die, die es spielen, die wissen, was ich meine. Andere wird sagen, ist ja wie auf Nintendo 64 Niveau. Klar ist es das, aber das ist geil. Weil einfach dieser Retro-Kultfaktor noch erhalten geblieben ist und man trotzdem so vieles machen kann.
Oh, es ist unglaublich, es ist unglaublich. Ich liebe es einfach nur und ich spiele sehr, sehr gerne Minecraft. Und ich bleibe dieser alten Linie auch treu. Klar, wir haben parallel den Landwirtschaftssimulator laufen, wir haben parallel Far Cry 3 laufen, aber mir dürstet gar nicht danach. Klar, ich habe schon ewig keine Folgen mehr hochgeladen. Müsste ich mal wieder machen. Aber die Musestunde muss man natürlich erstmal wieder finden. Ne? Und das kennt, glaube ich, jeder Gamer, der so mehrere Let's Plays gleichzeitig am Laufen hat. Andere Spiele auch mal wieder machen, dann fehlt es eigentlich manchmal ein bisschen an der Lust. Ja, vielleicht finde ich die mal irgendwann wieder. Schauen wir mal. Man ist ja nicht aus der Welt. Und solange wie es diesen Kanal geben wird, wird es Let's Plays geben. Da fehlt sogar noch ein bisschen Weizen. Hafer hätte ich gleich gesagt. Ja, und auch RL-Videos, wo jetzt demnächst wieder sehr, sehr viele Folgen werden, glaube ich. Meine Saison hat begonnen. Ich werde mich auch wieder mit der Kamera auf die Pirsch begeben für diverse Projekte. Ah, schauen wir mal. Ich habe die nächsten Wochen einiges so am Laufen. Muss mal gucken, wann ich das dann umsetze und wie am besten. Es wird auf jeden Fall nicht mehr langweilig. Das kann ich euch verraten. Im Winter war es ja doch manchmal ein bisschen monoton. Hauptsächlich haben wir ja Minecraft gezockt und das war es auch schon wieder. Wird sich demnächst wirklich groß ändern. Es wird wieder mehr passieren. Ganz klar, verspreche ich euch. Wie gesagt, wenn es auch noch manchmal ein, zwei Monate dauern wird oder so, es wird definitiv wieder ein bisschen Action reinkommen. Das kann ich schon mal verraten. Mal gucken. Es liegen ja auch so viele Treffen jetzt wieder an. Ich meine, Rothenburg war mal ja gewesen. Habt ihr vielleicht das Video auch gesehen? Da schwebt noch ein bisschen Weizen drin rum. Da vorne auch. Hui. Ja, Rothenburg von unserem Treffen da. Schön. Es war wirklich schön, auch wenn das Wetter nicht so mitgespielt hat. War wieder geil. Hat Spaß gemacht, wie jedes Jahr. So, jetzt springen wir mal ganz unauffällig darüber und pflanzen hier noch ein bisschen was ein. Mal gucken. So langsam aber sicher sollte ich ja dem Ende entgegenkommen hier. Aber es sind immer noch ein ganz paar Zeilen frei und das heißt, wir müssen da vorne noch relativ viel rupfen. Ich will nur nicht so nah am Wasser. Na toll, scheiße. Da ist passiert, wenn man ein bisschen übereifrig da springt. Mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich will auch nicht so nah am Wasser jedes Mal lang freddern hier. Weil da fliegt mir das Zeug immer bloß rein in die Pampe und dann irgendwie muss ich es dann wieder raussuchen. So wie gerade eben halt mit dem Weizen. Das muss nicht sein. So, ziehen wir mal hier lang mit unseren Samen. Ich bin ein Samenspender. Nein, bin ich nicht. So, dann haben wir hier hinten. Ja, es ist jetzt natürlich alles nur noch am Wasser dran. Ist egal, machen wir es halt doch so. Es nützt ja nichts, Freunde, es nützt ja nichts. Auch wenn mir da, wie gesagt, alles in den Graben reinfliegt, erstmal. Rückwärtsgang und zurück. Ja, dann schauen wir mal, wenn das Feld fertig ist. Ich meine, es ist ja noch nicht mal fertig, du weißt ja. Wir hatten ja noch ein bisschen was vor. Das hier wird dann auch noch verlängert. Dazu muss aber erstmal dieser Tempel da weg, dieser Berg. Ne? Und das muss man auch erstmal gemacht haben. So, wie viel Weizen hängt denn da jetzt drin? Na gut, ein bisschen. Machen wir mal parallel dazu gleich schon mal den hier. Da sparen wir uns vielleicht den Weg durchs Wasser dann. So, dann haben wir nämlich gleich mal wieder ein bisschen was erledigt. Okay, ja, nee, wie sieht's denn aus? Jetzt mal ernsthaft. Wir haben einiges vor. Nächste Woche. Nächste Woche findet schon wieder. Nee, was, warte mal. Jetzt ist diese Woche. Boah, jetzt bin ich raus. Heute, gegenwärtig, jetzt wo ich zocke, ist Mittwoch. Wenn die Folge hochgeladen ist, ist wahrscheinlich schon wieder Freitag, keine Ahnung. Ich lasse mir ja immer ein bisschen Zeit. Ich nehme ja sehr viel im Voraus auf. Ist ja auch kein Problem, weil so spart man sich immer wieder am Tag, hier so eine Folge bloß zu machen. Habe ich ja hier schon mal erklärt, den ganzen Spaß. Ja, Mittwoch und am Samstag haben wir schon wieder ein Treffen. Ein etwas größeres. Sonntag dasselbe. Und dann die Woche drauf geht's weiter. Da haben wir nämlich dasselbe nochmal. Da ist am Samstag ein Treffen, da fahren wir nach Großenhain in Sachsen. Das geht eigentlich über 3 Tage, wir fahren aber nur Samstag, reicht völlig zu, man muss nicht mal so übertreiben. Ja, und am Tag drauf ist wieder eins. Das ist dann allerdings hier so ein bisschen in der Nähe, muss man nicht ganz so viel reisen dafür. Das ist das nächste Treffen, also ich sage ja, die nächsten Wochen, so wie ich jetzt noch Urlaub habe, ist eigentlich ausgeplant, ne? Dann geht's ja Mai weiter, Oschersleben wieder. Boah, Heimer. Freue ich mich ja schon wie ein Kind drauf. Schauen wir mal, es wird auf jeden Fall spannend, vielversprechend und es wird viel passieren. Ich freue mich drauf.